Hi, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne das Commi-Ray von Comlight vorstellen. Und zwar ist das so ein Videoleuchten-Set, was ihr allerdings auch für Kameras mit Blitzschuh benutzen könnt. Und es ist sehr handlich, sehr hell und wirklich genial. Dazu gehört erstmal dieser Handgriff, der auch schon wirklich angenehm in der Hand liegt. Der ist schön mit einer Art Moosgummi gepolstert, der liegt gut in der Hand, ihr habt einen Karabiner dran oder eine Handschlaufe dran und könnt die so dann auch schon für einen besseren Halt, für einen stabileren Halt nutzen, sowohl bei einer Kamera, nicht einer riesen DSLR, aber bei einer SLR oder bei diesen kleinen Vlogging-Kameras, als auch fürs Handy. So, in der Verpackung haben wir den Halter fürs Smartphone. Ihr habt dreimal die Möglichkeit, da was dran zu machen, was ich auch schon ganz praktisch finde. Er ist verstellbar, es passen also auch größere Smartphones rein und ihr seht hier, er ist gummiert, also er schützt auch euer Smartphone. So, das Ganze schraubst du dann einfach hier dran. So, dann habt ihr das schon mal. Könnt das Smartphone dann da reinmachen. So, dann habt ihr das schon mal. Das allein schon ist super cool fürs Vlogging oder ja, wenn man unterwegs ist, man reduziert dadurch einfach das Gewackel ein bisschen. Das ist schon genial. Was haben wir noch drin? Wir haben zwei verschiedene Adapter-Threads. Einmal für eine Blitzschuh. Also wenn ihr eine Kamera mit Blitzschuh habt, dann könnt ihr den hier nehmen. Für diesen Halter brauchen wir diesen. Wir schrauben den rein. Setzen ihn fest. Dann haben wir noch drin drei verschiedene Diffuser, was ich echt klasse finde. Einmal halt, um die Farbtemperaturen zu verändern, einen orangefarbenen, einen blauen und diesen Soft Diffuser im Prinzip, um ein weicheres Licht zu erzeugen. Das Ladekabel drin und dann natürlich das Wichtigste, dieses kleine Videolight ist ein bisschen größer als eine Checkkarte, würde ich sagen. Es ist relativ flach, es ist sehr leicht. Hier unten ist der Thread für die Befestigung am Stativ oder an dem Handygriff. Hier oben ist der Ein-Ausschalter. Hier an der Seite habt ihr Plus-Minus, also das heißt, ihr könnt die Helligkeit verändern, entweder in 8 Stufen abgestuft. Oder wenn ihr sie gedrückt haltet, dann geht es nahtlos und ihr könnt dann irgendwann loslassen, dass ihr sagt, okay, das finde ich ideal, das ist mir hell genug. Micro-USB zum Laden. Hier hinten habt ihr den Akkuladestand, den könnt ihr allerdings nur sehen, wenn ihr es anmacht. Ich mache es jetzt mal an. Die Kamera wird es immer ein bisschen ausgleichen. Ihr seht es am Umgebungslicht, wie hell oder dunkel es wird. Also jetzt sind wir... Mach's mal ganz hell. Dann seht ihr schon, wie stark meine Kamera abdunkelt und wie hell das Teil ist. Es sind kleine 50 LEDs hier drin verbaut, die auf der hellsten Stufe bei Dauerlicht 40 Minuten halten und auf der schwächsten Stufe, ich fahre mal runter, ihr seht hier hinten der Umriss, das alles andere wird wieder bedeutend heller, also ihr könnt es ganz runterfahren, hält es bis zu 18 Stunden. Richtig klasse Sache. Ihr könnt das Ganze dann hier oben drauf befestigen oder wie gesagt auf eurer Kamera. Ihr könnt es halt so stoppen, wie ihr das Licht gerne hättet. Leider nicht ihr könnt es halt nur in diesem Winkel verändern und mit dem unteren Teil hier könnt ihr es festsetzen, unteren Rädchen. Ja, und dann habt ihr eine ideale Vlogging. Ne, ich habe es falsch rum drauf gemacht. Das andere war es fürs zum Festsetzen. Dann habt ihr ein ideales Vlogging-Tool oder auch Fototool für unterwegs, wenn ihr mal in Low-Light-Conditions seid. Ihr habt immer genug Licht. Ihr könnt es bis zu 6680 Kelvin hochdrehen. Und so, jetzt geht's. Ihr müsst es richtig rum dran machen, dann funktioniert es auch. Dann könnt ihr es halt auch hier unten mit dem Rädchen irgendwo festsetzen, in irgendeinem Winkel, wie ihr möchtet. Und... ja, also ich finde es echt eine klasse Sache. Es ist handlich, es ist klein, ihr habt den Handygriff, ihr habt diese einstellbaren
Lichter. Wie ihr seht, jetzt mache ich es wieder hell, dann wird es da hinten wieder alles dunkler. Es ist echt hell. Und ihr könnt halt schön einen Diffuser drauf machen, um ein weiches Licht zu erzeugen. Und natürlich leuchtet es keine Räume von zig Quadratmetern aus, aber jetzt zum Vloggen oder um irgendwelche Produktvideos zu machen, finde ich es echt schon eine richtig klasse Sache. Es ist handlich, es ist klein, es passt überall rein, es ist nicht schwer und es ist sehr, ja, sehr vielseitig. Wenn ihr jetzt, wenn es eingeschaltet ist, hier hinten drauf drückt, dann seht ihr den Akkuladestand. Jetzt hat es noch 75%. Gedrückt halten, bupp, dann geht es aus und es ist genial. Also wie gesagt, für Smartphones und für normale Kameras geeignet mit dem Adapter. Geladen über Mini-USB, alles dabei, Handgriff dabei, Diffuser dabei. Ich bin wirklich angetan davon, weil es nimmt halt nicht viel Platz weg. Es passt in jede Tasche mit rein, auch der Griff passt in jede Tasche. Der ist nicht so groß, aber ihr habt einfach mehr Stabilität drin. Und man könnte noch rein theoretisch an diesen Halter hier hinten, ich habe zum Beispiel ja dieses Rode Filmmaker Kit, und damit könntet ihr dann auch das hinten dran befestigen und hättet ein, ja, seid ein bisschen unabhängig mit dem Ton beim Aufnehmen. Und ja, ich find's echt eine klasse Sache. Es ist wirklich eine geniale Idee. Schaut es euch mal an. Ich packe euch den Link unten rein. Es kostet so um die 35 Euro. Es gibt verschiedene Pakete. Auch die Handgriffe gibt es in verschiedenen Farben. Und das Videolight gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde es eine klasse Sache. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.